Hallihallo, liebe Mitglieder, hier ist wieder euer Mike. Und Draußensport ist immer noch angesagt. Aber auch Online-Sport ist in aller Munde und wird sehr, sehr gerne genutzt. Auch ihr, hoffe ich natürlich, habt unser Online-Angebot schon häufig genutzt und erfreut euch an den unterschiedlichen Kanälen und Angeboten, die wir für euch bereithalten. Aber um eure Gesundheit durch Sport zu unterstützen, bedarf es ein bisschen mehr als nur Bewegung. Ihr müsst wissen, wie viel ihr trainiert oder auch wie intensiv ihr trainiert. Wenn ihr hier bei uns in den Räumlichkeiten seid und wir direkt 1:1 mit euch trainieren können, dann sagen wir euch immer, ey, Susi, mach noch ein bisschen mehr oder Niki, ein bisschen weniger tut's auch. Zu Hause in euren eigenen vier Wänden solltet ihr aber das gleiche oder die gleiche Möglichkeit haben, eurem Körper zu wissen, wann ihr wie stark trainieren sollt. Damit ihr auch zu Hause wisst, wie ihr das Ganze unterstützen könnt, zeige ich euch heute mal ein Trainingstool, welches wir auch hier auch erfolgreich nutzen. Unser Kooperationspartner Polar hat da eine Möglichkeit gefunden. Das ist die A370 und dient hauptsächlich als Herzfrequenzmesser. Das heißt, ihr könnt anhand dieser Uhr, die ihr dann ganz locker ums Handgelenk legen könnt, einfach sehen, wie stark euer Herz schlägt bei der jeweiligen Intensität bzw. bei dem jeweiligen Sportangebot. Wenn ihr zum Beispiel viel hüpft oder springt, dann steigt natürlich euer Herz. Und ihr könnt sehen anhand der Uhr relativ schnell, ist es intensiv oder kann ich noch ein bisschen mehr. Des Weiteren kann die Uhr euch natürlich auch bei der Regeneration helfen und euch auch wiederum zeigen, wann ihr die nächste Trainingseinheit machen könnt und wann euer Körper wieder bereit ist dazu. Auch den Schlaf könnte sie optimieren, wenn ihr das möchtet. Das könnt ihr alles sehr, sehr leicht an dieser Uhr ablesen. Was besonders toll ist, ist natürlich auch, dass ihr sehen könnt, wann ihr euer tägliches Ziel erreicht habt. Soll heißen, einmal die Woche reicht vielleicht nicht, um eure Gesundheit weiter zu unterstützen. Aber das zeigt euch dann entsprechend die Uhr und gibt euch ein sogenanntes Aktivitätsziel. Daran könnt ihr euch dann orientieren, wie euer Tag gelaufen ist und ob ihr vielleicht am Abend noch ein, zwei Schritte mehr machen könnt.